Herzlich willkommen zu meiner Präsentation zum Thema Entspannungstechniken. Mein Name ist Stefanie Juchmann-Simonis und ich werde Sie die nächste Stunde begleiten. Ja, zuerst einmal ein paar Informationen über mich. Ich bin 1992 am wunderschönen Rhein geboren worden und habe bis 2018 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Informatik studiert und dort meinen Bachelor in Informatik abgelegt. Seit 2019 arbeite ich als Entwicklerin bei Monkey Bread Software und neben der Informatik interessiere ich mich vor allen Dingen für die Psychologie. Das habe ich damals auf der Uni auch als Nebenfach gehabt. Und ja, momentan bin ich angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und in dem Rahmen habe ich Fortbildung zum Hypnose- und Entspannungscoach absolviert. Und ich möchte Sie heute ein bisschen in die Welt der Entspannung entführen und hoffe, dass Sie da ein bisschen was von mitnehmen können. Ja, kommen wir doch mal zu einem der größten Probleme in unserer heutigen Zeit. Ja, wir kennen ihn alle. Er ist allgegenwärtig, der Stress. Ja, was stresst uns eigentlich? Überlegen Sie sich das mal für sich selber, was Sie momentan besonders stresst. Ja, Stress kann zum Beispiel der Lärm von der Baustelle nebenan sein. Oder wenn Sie jetzt in die Nachrichten gucken, die Lage in der Welt momentan, Kriegen und Krisen. Dann können Sie aber auch sehr viel Stress auf der Arbeit haben. Kunden möchten ihre Projekte fertig haben, sie bekommen Zeitdruck. Ja, aber auch in der Familie läuft nicht immer alles rund. Familienmitglieder werden krank. Oder es gibt Streit. Das lange Sitzen an unserem Arbeitsplatz heutzutage trägt auch nicht unbedingt zur Entspannung bei und ist auch eher Stress. Ja, aber warum gibt es eigentlich Stress? Schauen wir uns doch einmal an, woher unser Stress eigentlich kommt. Das Prinzip, was wir Stress nennen, stammt nämlich eigentlich noch aus der Urzeit, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke lugte. Dann ging es für uns ums blanke Überleben. Es hieß Angriff oder Flucht. Es wurden die Hormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Dadurch beschleunigte sich die Atmung und der Herzschlag wurde erhöht. Die Muskeln spannten sich an und die Magen- und Darmtätigkeit wurde heruntergefahren. Der Körper bereitete sich darauf vor, alles zu geben, um einen möglichst guten Erfolg beim Kampf oder Flucht zu gewährleisten. Kurzum, wir haben Stress. Dieser lässt dann wieder nach, wenn wir dem Säbelzahntiger entgangen sind. Evolutionär gesehen war Stress also das, was uns überleben ließ. Wie sieht es denn heute aus? Auch heute haben wir Stress, aber es ist nicht mehr der Säbelzahntiger, der um die Ecke schaut, sondern die laute Baustelle nebenan, Kriege und Leid, das wir in den Medien sehen, Zeitdruck oder der Kunde, der uns anschreit. Das sind die Säbelzahntiger unserer Zeit. Nur mit dem Unterschied, dass wir dem Kunden nicht einfach ein blaues Auge hauen können oder vor ihm weglaufen können. Unsere körperliche Reaktion bleibt aber die gleiche. Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet und bereiten uns vor. Die Atmung wird beschleunigt, der Herzschlag erhöht sich, Muskeln spannen sich an und die Magen- und Darmaktivität wird heruntergefahren. Wir brauchen aber diese Veränderungen jetzt gar nicht, weil wir ja weder angreifen noch flüchten können, sondern wir bleiben eher an unserem Schreibtisch sitzen und arbeiten weiter. Folge ist, dass Adrenalin und Cortisol in unserem Blut verbleiben und dort nur langsam abgebaut werden. Dadurch, dass es immer wieder zu Stress kommt, können wir uns das vorstellen wie so eine Art Fass, das immer und immer mehr gefüllt wird. Durch Stress kann es dann zu Konzentrationsverlust,
Kopf- und Rückenschmerzen, Magen- und Darmproblemen, Schlafproblemen, Gereiztheit, Ängsten, Herz- und Kreislauferkrankungen oder Infektanfälligkeit kommen. Im schlimmsten Fall, wenn das Fass überläuft, sogar zu Burnout oder Depression. Ja, aber wie können wir uns jetzt versuchen, davor zu schützen? Zum einen sollten wir ein kleines Dach über unser Stressfass bauen, sodass nichts mehr nachgeschüttet werden kann, sodass stressige Situationen uns nicht mehr so viel ausmachen, dass wir Stress anders empfinden und selber mehr in uns ruhen. Das Prinzip, wie wir das Dach bauen, das nennt man Resilienz. Das haben Sie bestimmt auch vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Ja. Das andere ist, wenn unser Stressfass voll ist, müssen wir gucken, wie wir das wieder leer bekommen. Und das können wir durch Stressabbau machen. Dazu setzen wir unten praktisch einen kleinen Hahn an und lassen den Stress Stück für Stück ab. Und hier habe ich Ihnen einmal ein paar Stressabbaumöglichkeiten aufgeschrieben. Die teilen sich ein in aktive Verfahren und passive Verfahren. Bei den aktiven Verfahren, da machen wir selber was, da arbeiten wir aktiv mit. Und bei den passiven Verfahren geht es darum, dass wir nicht körperlich mitarbeiten, sondern dass wir unseren Geist ein bisschen entspannen. Ich habe Ihnen heute aus beiden Gruppen mal Übungen mitgebracht und ich lade Sie auch ein, wir sind hier in so einer wunderschönen Umgebung, dass Sie vielleicht das ein oder andere auch mal selber hier ausprobieren. Zum Beispiel ein Waldspaziergang ist hier in Malbon wirklich wunderbar möglich. Oder man kann auch joggen gehen. Yoga ist bestimmt auch eine gute Idee, lässt sich bestimmt auch ein Plätzchen für finden. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, und damit werden wir auch gleich anfangen, sind die Atemübungen. Und danach beschäftigen wir uns mit zwei sehr bekannten Entspannungstechniken, einmal progressive Muskelentspannung und autogenes Training. Diese beiden Entspannungstechniken werden auch zum Beispiel von der Deutschen Krankenkasse unter gewissen Voraussetzungen bezahlt. Das bedeutet auch, dass sie nicht nur bekannt sind, sondern auch medizinisch anerkannt. Bevor wir jetzt gleich mit dem praktischen Teil loslegen, ist es mir aber wichtig, Ihnen noch ein paar Sachen mit auf den Weg zu geben. Sie sind eingeladen, gleich beim praktischen Teil mitzumachen. Aber, und hier fängt auch die Achtsamkeit mit uns selber an, Sie müssen nicht. Wenn Sie bei den Übungen nicht mitmachen möchten oder Teile der Übungen sich für Sie nicht gut anfühlen, dann zwingen Sie sich bitte nicht. Sie tun mir damit keinen Gefallen und sich natürlich auch nicht. Alles kann, nichts muss. Bevor wir jetzt gleich beginnen, möchte ich auch noch auf die Kontraindikation hinweisen. Und zwar sollte man bei entsprechenden Erkrankungen zunächst Rücksprache mit dem Arzt nehmen. Das ist der Fall bei starken Depressionen, Lungen- und Herzerkrankungen, Schizophrenie und bei gewissen Bewegungseinschränkungen. Da sollte immer mit einem Arzt zuvor Rücksprache gehalten werden und ich würde Sie auch jetzt bitten, wenn eine der Kontraindikationen auf Sie zutrifft, dass Sie beim praktischen Teil bitte nicht mitmachen. Sie können aber gerne bleiben und sich das anhören. Und zunächst wollen wir mit den Atemübungen starten. Ja, der Atem ist für uns wichtig, lebensnotwendig. Er versorgt unsere Zellen im Körper mit Sauerstoff und ohne Atmen können wir nicht leben. Im Alltag atmen wir aber leider sehr, sehr flach und nehmen den Bauch als Resonanzraum eigentlich gar nicht mehr mit. Das möchten wir jetzt mal ein bisschen ändern. Wir dürfen hier den Resonanzraum nutzen und mal einen tiefen Atemzug machen und versuchen dabei in den Bauch einzuatmen. Dadurch massieren wir auch unsere Bauchorgane. Wenn wir sonst im Alltag zu sehr eher mit der Brust atmen und nicht mit dem Bauch, dann kann es
unter Umständen zu Verdauungsproblemen kommen. Und wenn Sie am Tag sich mal ein paar Minuten Zeit nehmen und richtig tief einatmen, kann sich das bessern. Außerdem brauchen unsere Zellen den Sauerstoff zum Arbeiten. Haben wir nicht genug Sauerstoff in unserer Muskulatur, kann sie sich nicht genug regenerieren und es kommt zu Muskelkater. Deswegen ist es auch immer wichtig, beim Sport auf die richtige Atmung zu achten. Und auch im Alterungsprozess spielt Sauerstoff eine wichtige Rolle. Fehlender Sauerstoff kann das Altern nämlich beschleunigen. Also immer schön tief durchatmen, um besonders jung auszusehen. Ja, im Alltag kann Ihnen zum Beispiel so eine Smartwatch helfen. Da ist nämlich bei manchen Modellen direkt die Atemübung mit eingearbeitet, so dass man zum Beispiel eine Minute lang tief ein- und ausatmen soll. Das kann Ihnen im Alltag schon mal helfen, wenn Sie das ein paar Mal am Tag machen, kann Ihnen das schon mal ein bisschen zur Ruhe verhelfen. Allerdings müssen Sie ein wenig aufpassen, wenn Sie das jetzt nicht gewohnt sind, so tief zu atmen, dann kann Ihnen zu Beginn schwindelig werden, dann bitte sofort aufhören und in einem für Sie angenehmen Tempo weiteratmen. Die Atmung besteht eigentlich aus drei Teilen, nämlich das Einatmen, die Pause und das Ausatmen. Und bei den Atemübungen variieren wir im Rhythmus mit diesen drei Teilen. Wir können einatmen, dann kommt eine Pause und dann ausatmen. Wenn Ihnen das am Anfang noch schwerfällt, können Sie auch hier bei den Atemübungen mit dieser Frequenz ein bisschen herumexperimentieren und diese zum Beispiel bei der Pause oder beim Ausatmen verkürzen. Die Atemübung, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist die 4-7-8-Atmung. Diese empfiehlt sich besonders gut bei Schlafstörungen. Die kann Ihnen helfen, schneller einzuschlafen. Und zwar atmen wir 4 Sekunden lang ein, dann kommt eine Atempause von 7 Sekunden und dann das Ausatmen mit 8 Sekunden. Ich möchte das jetzt mit Ihnen gleich dreimal hintereinander ausprobieren. So, dann legen wir los. Wir atmen ein. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und aus. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Und ein. 1, 2, 3, 4. Und halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und aus. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Und noch ein letztes Mal ein. 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und aus. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. So, ich hoffe, das hat Sie jetzt schon mal ein bisschen entspannt und war angenehm für Sie. Und Sie können das zu Hause gerne weiter probieren. Dann kommen wir jetzt zum autogenen Training. Das autogene Training geht auf Johannes Heinrich Schulz zurück, dieser war Psychiater und er hat sich besonders mit Hypnose beschäftigt und mit seinen Patienten eine Methode entwickelt, mit der sich ein hypnoseähnlicher Zustand selbst erzeugen lässt.
Das bedeutet, die Patienten können sich selber in diesen tiefen hypnoseähnlichen Zustand führen. Es handelt sich dabei um eine sehr tiefe Entspannung, die auch heute noch als autogenes Training bekannt ist. Beim autogenen Training konzentrieren wir uns auf einzelne Bereiche in unserem Körper. Es werden bestimmte Sätze mehrmals wiederholt und mit jeder Wiederholung wird die Entspannung intensiviert. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass die Hände ganz warm oder schwer werden. Beim autogenen Training gibt es insgesamt 6 Übungen, die, wenn sie mit der Zeit geübter sind, hintereinander in einem Training durchlaufen werden können. Aber Sie können auch diese Übungen einzeln nutzen, je nach Vorliebe. Wie der Name autogenes Training bereits sagt, kann diese Entspannung selbstständig durchgeführt werden und es steckt aber auch das Wort Training darin. Das bedeutet, wenn Sie mit dem autogenen Training anfangen, spüren Sie vielleicht noch nicht diese tiefe Entspannung oder es ist so ungewohnt, dass Sie gar nicht so richtig in Entspannung gehen können. Das kommt mit der Übung und der Zeit. Setzen Sie sich also nicht unter Druck und erwarten Sie nicht zu viel von sich selbst. Am Anfang wird empfohlen, mit kurzen Einheiten von 2 bis 3 Minuten mehrmals am Tag zu üben. Und das hier sind die 6 Übungen im Überblick. Wir werden uns jetzt gleich mit einer kleinen Schwereübung vorstellen, dass unsere Arme ganz schwer werden. Aber im autogenen Training, im Verlauf, sind das dann alle Körperteile, also zuerst die Arme, dann die Beine und dann der Rücken. Also dann wird der ganze Körper ganz schwer. Genauso ist es mit der Wärmeübung, nur dass wir uns hier vorstellen, dass die Körperteile warm werden. Dann gibt es die Atemübung. Dabei konzentriert man sich auf die Atmung, auf die Einatmung, die Ausatmung, dass diese ganz ruhig und entspannt wird. Und bei der Herzübung konzentrieren wir uns auf unseren Herzschlag und versuchen ihn mit unseren Gedanken ein wenig zu beruhigen und in die Entspannung zu kommen. Bei der Solarplexus-Übung, das ist hier unser Bauch, da geht es um das Sonnengeflecht rund um unseren Bauchnabel. Auch hier konzentrieren wir uns dann auf unseren Bauch. Dann gibt es noch die Kopfübung und dabei konzentrieren wir uns auf den Kopf. Dieser wird dann ganz frisch und kühl in unserer Vorstellung. Und damit kennen Sie jetzt die 6 Übungen im Überblick. Aber probieren geht über studieren, deswegen möchte ich das jetzt gerne einmal mit Ihnen ausprobieren mit der Schwereübung. Ich möchte Sie jetzt einladen, einmal die Augen zu schließen und mal ganz auf meine Stimme zu hören. Nehmen Sie einmal einen ganz tiefen Atemzug und kommen ganz bei sich an. Atmen Sie in Ihrem Tempo, bewerten Sie nichts. Wenn Gedanken kommen, lassen Sie diese einfach vorbeiziehen. Schauen Sie sich die Gedanken an, aber lassen Sie sie einfach ziehen. Spüren Sie, wie die Luft durch Ihre Nasenlöcher in Ihren Körper einströmt und sich im ganzen Körper verteilt. Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie die frische Luft und frische Energie einatmen und alles, was Sie belastet, dürfen Sie jetzt mit dem Ausatmen aus Ihrem Körper schicken. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Körper, wie Sie die Luft durch den ganzen Körper schicken. Sie dürfen angenehm ruhig werden.
Dann konzentrieren wir uns jetzt einmal ganz auf den linken Arm. Fühlen die Hand und die Finger, die jetzt einmal ganz schwer werden dürfen. Meine linke Hand wird angenehm schwer. Meine linke Hand wird angenehm schwer. Ich bin ruhig und gelassen. Meine linke Hand wird angenehm schwer. Jetzt wandern wir hoch mit den Gedanken zu unserem ganzen Arm. Mein linker Arm wird angenehm schwer. Mein Arm wird angenehm schwer. Ich bin ruhig und gelassen. Mein Arm ist angenehm schwer. Mein Arm ist angenehm schwer. Diese Schwere dürfen wir jetzt ein bisschen genießen. Und gehen dann gedanklich rüber in den rechten Arm. Auch dort wieder in die Finger und Hände. Meine rechte Hand wird angenehm schwer. Meine rechte Hand wird angenehm schwer. Ich bin ruhig und gelassen. Meine Hand wird angenehm schwer. Jetzt gehen wir zum Arm. Auch hier stellen wir uns vor, dass er von Gewichten nach unten gezogen wird. Mein Arm wird angenehm schwer. Mein Arm wird angenehm schwer. Ich bin ruhig und gelassen. Mein Arm wird angenehm schwer. Mein Arm wird angenehm schwer. Fühlen Sie jetzt diese Schwere und genießen Sie einmal den Moment vollkommener Ruhe. Jetzt ist es Zeit, wieder in den Alltag zurückzukehren. Wir bewegen die Finger, ballen unsere Hände einmal zu Fäusten und nehmen einen tiefen Atemzug. Wir kommen wieder frisch und erholt im Hier und Jetzt an. Und wenn ich gleich jetzt sage, dann öffnen Sie die Augen jetzt. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es sind alle wieder da und wach. Und das war jetzt ein passives Entspannungsverfahren. Sie müssen jetzt nicht viel machen. Sie konnten sich ganz auf sich und ihren Körper konzentrieren, ohne sich zu bewegen. Wenn Sie gerne mit mir weiter üben wollen, mit meiner Stimme, dann können Sie das gerne machen. Es gibt ein YouTube-Video. Sie haben den Link hier und den können Sie gerne nutzen und können dann die schwere Übung auf YouTube mit mir zusammen machen. Das war ja jetzt das passive Verfahren. Jetzt kommen wir zu einem aktiven Verfahren, nämlich zur progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen. Edmund Jacobsen war ein amerikanischer Arzt und Psychophysiologe. In seiner Arbeit entwickelte er die progressive Muskelentspannung als Entspannungstechnik. Er fand heraus, dass es bei der Anspannung der Muskeln einen Zusammenhang mit der psychischen Anspannung gibt. Daraus schloss er, dass das Prinzip vielleicht auch umgekehrt gelten könnte und versuchte das mit Hilfe von Probanden zu bestätigen.
Aus diesem Ansatz entwickelte sich dann die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Einzelne Muskelgruppen werden dabei bewusst angespannt und dann abrupt losgelassen. Sie werden vielleicht jetzt sagen, Moment mal, Muskeln anspannen, damit ich entspannen kann? Das klingt aber paradox. Ihre Muskeln haben eine gewisse Grundspannung, die bei Stress noch höher sein kann und die möchten wir mit dieser Methode senken. Wir können uns das ein bisschen so vorstellen wie bei einem Gummiband. Wenn es gespannt ist und wir weiter daran ziehen und es dann zurückflitschen lassen, dann ist das Gummiband auch weicher und lässt sich einfacher dehnen. Es ist weniger Spannung darauf. Wir versuchen also, durch das Anspannen und das abrupte Loslassen diese Muskelgrundspannung zu senken. Die Anspannungsphase dauert dabei ca. 8 Sekunden. Darauf folgt die Entspannungspause von etwa 30 Sekunden. In dieser Pause möchten wir in diese Entspannung, die entstanden ist, dann reinfühlen. Sollten Sie sich, wie gesagt, hier gilt auch, sollten Sie sich bei irgendeiner Übung nicht wohlfühlen, können Sie diese auch einfach weglassen. Die Reihenfolge sollte aber immer beibehalten werden. Und ich warne Sie jetzt schon mal vor, es wird lustig, aber denken Sie dran, Sie machen das jetzt hier gleich auch mit. Also, auch Sie sehen vielleicht gleich so lustig aus wie ich auf den Fotos. Ich stelle Ihnen jetzt zuerst einmal die Übungen vor. Die machen wir jetzt beim ersten Durchgang noch nicht mit, damit Sie erstmal wissen, was auf Sie zukommt. Und dann machen wir das gemeinsam nochmal. Da kommen wir zur ersten Übung, nämlich mit den Zehen greifen. Sie probieren, das ist so, als ob Sie einen kleinen Gegenstand mit den Zehen greifen würden. Das Gesäß bleibt damit, das wird oft mit angespannt, das bleibt aber bei dieser Übung entspannt. Dann gibt es das Zehendrücken. Dafür stellen wir die Zehen auf. Die Knie sind im 45-Grad-Winkel und bilden die Füße bilden mit dem Fußrücken und den Schienbeinen eine Linie. Der Oberkörper ist dabei gerade, aber entspannt. Jetzt gehen wir mit den Fersen in den Boden und wir stellen unsere Fersen auf und ziehen die Zehen an unsere Schienbeine ran. Dann, das ist eine Übung, die können wir jetzt nicht machen. Der Vollständigkeit halber wollte ich es aber aufführen, nämlich wir strecken die Beine nach vorne und drücken die Knie durch. Der Rücken bleibt aber dabei entspannt. So, jetzt dürfen Sie mal, machen Sie aber vielleicht sonst nicht im Alltag. Sie dürfen jetzt mal den Bauch richtig rausstrecken und rund machen. Der Rücken bleibt dabei gerade, aber entspannt. So richtig den Bauch mal rund machen. Dann kommt das Anspannen der Gesäßmuskulatur. Sie können dabei die Anspannung in die Oberschenkel ruhig mitnehmen. Aber die Schultern, die bleiben schön unten. Rücken bleibt auch dabei gerade. Dann machen wir einen runden Rücken, nämlich einen Katzenbuckel. Dabei bleibt die Nackenmuskulatur entspannt und wir können den Kopf locker hängen lassen. Dann ziehen wir die Schultern nach unten und nach hinten. Das müssen nur kleine Bewegungen sein. Die Unterarme bleiben dabei ganz locker und der Kopf bleibt gerade. Jetzt ziehen wir die Schultern nochmal nach unten und aber jetzt nicht nach hinten, sondern die kommen jetzt nach vorne. Und denken Sie immer dran, die Bewegung muss jetzt nicht riesig sein, sondern die darf klein bleiben. Dann ziehen Sie jetzt einmal die Schultern bewusst hoch und nach der Wartezeit wird abrupt losgelassen.
Hierbei sollten Sie echt darauf achten, wenn Sie Schultern- und Nackenprobleme haben, lassen Sie die Übung besser weg, bevor Sie sich verletzen. Jetzt kommt der witzige Teil, nämlich das Gesicht anspannen. Die Zunge wird gegen den Gaumen gepresst, die Lippen werden zusammengepresst und die Stirn gerunzelt und die Nase gerümpft. Das passiert bei mir beim Stirnrunzeln automatisch mit. Und auch das darf dann losgelassen werden. Jetzt spannen wir einmal die Hände und Oberarme an. Wir ballen die Hände vor unserem Körper zu Fäusten und spannen dabei die Oberarme, die Unterarme und die Hände an. Und zum Schluss werden nochmal alle Muskelgruppen, die wir jetzt hatten, gleichzeitig angespannt. So, und jetzt probieren geht über studieren. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ja, was ich noch dazu sagen möchte, Sie müssen jetzt hier nicht die Muskeln anspannen wie ein Weltmeister. 70-80% an Anspannung reicht auch vollkommen aus. Also Sie müssen sich jetzt hier nicht verausgaben. Das funktioniert auch, wenn Sie die Muskeln nur mäßig anspannen. Also zurück zum Anfang. Wir greifen also mit den Zehen. Das Gesäß bleibt dabei ganz entspannt. Und wir spannen die Zehen jetzt an. Und lassen jetzt wieder los. Jetzt spüren wir in unsere Zehen rein. Wie sich das anfühlt, wenn die Anspannung geht. Jetzt kommen wir zum Zehendrücken. Wir stellen die Zehen auf. Der Fußrücken bildet mit den Schienbeinen eine Linie und der Oberkörper bleibt gerade, aber entspannt. Und wir geben jetzt die Kraft auf die Zehen. Und lassen jetzt abrupt los. Spüren auch hier wieder in die Entspannung rein. Wie fühlen sich unsere Fußrücken an, unsere Fußsohlen? Wie fühlt es sich jetzt an, wenn wir vielleicht die Zehen ein bisschen bewegen? Jetzt stellen wir die Füße mit den Fersen auf dem Boden auf. Und ziehen die Zehen zu unseren Schienbeinen ran. Und wir geben jetzt die Kraft auf die Muskeln. Das Atmen dabei nicht vergessen. Und lassen jetzt abrupt los. Die können wir hier nicht machen wegen der Bestuhlung. Aber jetzt kommt der Bauch. Wir dürfen unseren Bauch mal richtig rausstrecken. Der ist die ganze Zeit eingezogen gewesen. Jetzt darf er mal zur Geltung kommen. Der Rücken bleibt dabei gerade, aber entspannt. Und wir drücken den Bauch richtig raus. Atmen dabei, aber nicht vergessen. Und Sie dürfen jetzt einmal den Bauch richtig rausstrecken. Und jetzt abrupt loslassen. Wir spüren jetzt wieder in unseren Bauch rein, ob uns das gut tut. Ob er jetzt ein bisschen entspannter ist.
Atmen vielleicht auch in unseren Bauch. Lassen es einfach mal auf uns wirken, ohne es zu bewerten. Dann spannen wir jetzt einmal unseren Po an. Die Anspannung gerne in die Oberschenkel mitnehmen, die Schultern unten lassen. Und wir spannen jetzt an. Und lassen jetzt wieder los. Spüren auch wieder hier in die Muskelgruppen hinein. Spüren in unsere Oberschenkel. Lassen es einfach auf uns wirken. Jetzt machen wir unseren Rücken mal rund. Katzenbuckel. Die Nackenmuskulatur bleibt aber entspannt. Der Kopf kann ganz entspannt hängen bleiben. Wir konzentrieren uns nur auf unseren Rücken. Und wir spannen jetzt an. Und lassen jetzt abrupt wieder los. Spüren wir jetzt mal in unseren Rücken hinein. In unseren Nacken. Und in unseren Kopf. Dann kommen wir jetzt zu den Schultern. Die Schultern nehmen wir jetzt nach unten und nach hinten. Der Kopf bleibt dabei gerade. Und die Unterarme, die sind dabei nicht angespannt. Und wir geben den Zug auf die Schultern jetzt. Und lassen jetzt abrupt los. Spüren wir jetzt mal in unsere Wirbelsäule hinein. In unseren Nacken. In unseren ganzen Rücken. In unsere Schultern. Kommen wir dazu, dass wir die Schultern nach unten und nach vorne schieben. Das müssen nur ganz kleine Bewegungen sein. Also wir ziehen die Schultern nach unten. Und schieben die Schultern nach vorne jetzt. Und schön weiteratmen währenddessen. Und lassen jetzt wieder los. Auch hier spüren wir jetzt wieder in die Schultern hier rein. Welche anderen Muskeln vielleicht angespannt worden sind. Und sich jetzt vielleicht weicher anfühlen. Und dann kommen wir auch schon zum Schultern hochziehen. Das machen wir jetzt mal ganz bewusst. Im Alltag machen wir das ja ganz oft. Aber jetzt wollen wir das mal ganz bewusst machen. Wir ziehen die Schultern nach oben und lassen den Kopf gerade. Und wir ziehen die Schultern jetzt nach oben und lassen jetzt abrupt los. Wir spüren mal in unsere Nackenmuskulatur rein, in unsere Schultern,
und können die Entspannung ganz auf uns wirken lassen. Jetzt kommt das Anspannen unseres Gesichtes. Wir pressen die Zunge gegen den Gaumen, pressen die Lippen zusammen, runzeln die Stirn und rümpfen die Nase. Und wir spannen das Ganze jetzt an. Und lassen jetzt abrupt los. Jetzt können wir mal in unsere Stirn reinspüren, in unsere Augenpartie. Die Partie um unseren Mund herum und die Nase. Jetzt kommt die Übung mit den Händen und den Oberarmen. Wir halten die Hände vor den Körper und ballen unsere Fäuste jetzt und dabei spannen wir die Oberarme an. Schön weiter atmen und lassen jetzt los. Auch hier spüren wir jetzt wieder in unsere Hände, die jeden Tag ganz viel leisten für uns. Und in unsere Unterarme. In unsere Oberarme. Ja, auch in unsere Schultern. Und jetzt bei der letzten Übung dürfen wir nochmal gleich alle Muskeln zusammen anspannen. Und wir spannen jetzt unsere Muskeln komplett an. Lassen die Muskeln wieder komplett los jetzt. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das jetzt ein bisschen Freude bereitet, Sie ein bisschen entspannt. Und damit sind wir jetzt auch gleich schon am Ende meines Vortrags angekommen. Ich hoffe, dass der Stressabbau für Sie auch als Türöffner dienen kann. Ja, denken Sie dabei nicht nur an sich selbst, sondern wenn Sie Mitarbeiter haben, auch an Ihre Mitarbeiter. Denn Stress, der kann krank machen. Und wenn wir uns mal die Statistiken ansehen, dann werden immer mehr Leute durch Burnout und Depression arbeitsunfähig. Da kann man versuchen, was gegen vorzubeugen. Und da gibt es auch Präventionskurse, die auch sehr oft förderfähig vom Arbeitgeber oder der Krankenkasse aus sind. Und das möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Tun Sie was für sich selber, damit Sie lange fit und gesund bleiben. Und denken Sie dran, immer schön atmen, dann bleiben Sie auch jung. Ja, und damit bedanke ich mich jetzt. Danke für Ihre Zeit, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben. Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und wenn es noch Fragen gibt, haben Sie jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen.